Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das ist das HP Spectre 13. Es war 5 Monate lang das dünnste Notebook der Welt, ehe es diesen Titel an das Acer Swift 7 abgeben musste. Präsentiert wurde das Gerät am 5. April und zwar in Versailles auf einem absoluten Luxus-Event. Der Ort ist nicht zufällig gewählt worden, denn das HP Spectre 13 sollte eines sein, ein absolutes Fashion-Statement. Die geringe Tiefe ist nicht das einzige, was das Design des HP Spectre 13 so besonders macht. Es sieht nämlich zweifellos großartig aus. Das Gehäuse besteht aus CNC-Aluminium und einer Magnesiumlegierung. Farblich ist es in einem matten, dunklen Braunton gehüllt, der beinahe schwarz wirkt, wogegen das Scharnier sowie die letzten rund 2 cm des Geräts in einem glänzenden Goldton eingefärbt sind. Dasselbe gilt für das stilisierte HP-Logo unter dem Display und auf der Rückseite. Einen ebenfalls hochwertigen Touch verleihen dem HP Spectre 13 die Lautsprechergitter neben der Tastatur sowie die Tastaturbeleuchtung selbst. Auch die Verarbeitung ist absolut auf höchstem Niveau. Die Spaltmaße sind außerordentlich gering, das Display lässt sich dank Gorilla Glasverglasung trotz der geringen Bauhöhe nicht leicht biegen und in der Hand fühlt es sich einfach großartig an. Selbst dieses instabil wirkende Scharnier hält das Display problemlos, es wackelt nicht beim Tippen und das Notebook lässt sich auch problemlos mit einer Hand aufklappen. Als Nutzer hat man wirklich das Gefühl, ein absolutes Premium-Gerät in der Hand zu halten. Und wenn es so etwas gibt wie die perfekte Verarbeitung, dann ist das HP Spectre 13 verdammt nahe dran. Dasselbe gilt für die Tastatur, welche ein außerordentlich gutes Feedback bietet und wirklich ein Traum ist zum Schreiben längerer Arbeiten. Auch hier absolutes Top-Niveau. Ich würde nur allzu gerne so fortsetzen, aber leider fällt es nicht so bei allen Komponenten des Spectre 13. Das Display löst mit Full HD auf, was meiner Meinung nach für ein 13 Zoll Consumer Notebook absolut ausreicht. Die Farbdarstellung ist gut, aber nicht beeindruckend. Dafür aber die Blickwinkelstabilität. Aufgrund der Gorilla Glass Oberfläche ist man als Nutzer immer wieder geneigt zu glauben, es handelt sich hierbei um einen Touchscreen. Aber so ist es nicht. Verglast ist das Display nur deshalb, weil es mit einer Tiefe von weniger als 1,5 mm leichter brechen könnte und andererseits sieht es einfach schicker aus. Dafür muss man als Nutzer mit der Spiegelung leben, welche damit einhergeht. Die Helligkeit des Displays ist zudem alles andere als hoch, reicht aber aus, um es bei bewölktem Himmel draußen verwenden zu können. Im Sonnenlicht keine Chance. Während ich die Tastatur des HP Spectre 13 nicht genug loben kann, fällt das Touchpad leider sehr klein aus und ist auch nicht wirklich beeindruckend. Man merkt schon, dass man an dieser Stelle Kompromisse machen musste, um dieses Notebook so dünn zu bekommen, wie es eben ist. Es ist ausreichend präzise, die Gesten von Windows 10 funktionieren problemlos und sehr zuverlässig, aber gelegentlich geht einem einfach die Fläche aus. Außerdem kommt es nach längerer Nutzung zu einem Problem, wodurch man unten links und rechts einfach nicht mehr klicken kann. Das liegt daran, dass die Handablage nach unten gedrückt wird, wodurch das Klickpad einfach nicht mehr funktioniert. Wenn man es wieder nach oben drückt, geht's wieder, aber sowas sollte nicht passieren und ist während der Nutzung einfach ärgerlich. Das Touchpad erinnert mich zu sehr an das eines Microsoft Surface Pro 4. Das ist abnehmbar, gehört zu einem 12 Zoll Convertible. Bei einem 13 Zoll Notebook erwarte ich einfach mehr. Das zeigt aber, wie sehr HP dieses Notebook am Limit gebaut hat. Und man musste nicht nur einen Kompromiss eingehen, um es für kurze Zeit das dünnste Notebook der Welt nennen zu dürfen. Natürlich hält es von der Akkulaufzeit nicht mit anderen 13 Zoll Notebooks mit. Wie denn auch? Es ist eigentlich ein Wunder, dass hier überhaupt ein Akku reinpasst. Die Laufzeit ist aber nicht gerade beeindruckend, wie man sich vorstellen kann. Je nach Helligkeit schafft man bei durchschnittlicher Nutzung zwischen 3,5 und 6 Stunden. Das beinhaltet einfaches Surfen im Internet, Betrachten von PDFs und Nutzung einfacher Apps wie Telegram oder Facebook Messenger. 3,5 Stunden schafft ihr bei höchster Helligkeit, 6 Stunden bei einer Helligkeit von 25%. Bei einem solch dünnen Gerät spielt natürlich auch die Hitzeentwicklung eine wichtige Rolle. Und HP hat sich überraschenderweise für einen aktiv gekühlten Prozessor entschieden. In unserem Modell steckt ein Intel Core i7 Prozessor der Skylake-Generation, der von 2 ultraflachen Lüftern kühl gehalten wird. Bei einfachen Aufgaben wie dem Surfen im Internet oder Ansehen von Videos bleibt es sehr ruhig. Nutzt ihr aber einen weniger effizienten Browser als Edge, gelegentlich Photoshop oder andere anspruchsvollere Programme, dann springen die Lüfter schnell an und sind daraufhin auch alles andere als leise. So kann das Notebook auch wirklich sehr warm werden, womit es im Schoß schon recht ungemütlich wird. All das macht dieses wundervoll aussehende Produkt weniger Premium, als es vorgibt zu sein. Zu einem Premium-Notebook gehört meiner Meinung nach nicht nur die Verarbeitung und das Aussehen. Dieses Premium-Feeling muss auch bei der Nutzung rüberkommen und bei so vielen Kompromissen tut es das einfach nicht. Wer im Alltag etwas mehr braucht als den Edge-Browser und Word oder Excel Mobile, mehr als 5 Stunden Akkulaufzeit und ein größeres Touchpad wertschätzt, für den gibt es ehrlich gesagt bessere Notebooks als das Spectre 13. Dafür, dass es so dünn ist, ist es vielleicht sogar ziemlich gut. Aber die Konkurrenz, inklusive des eigenen HP Spectre X360, ist nicht wirklich viel dicker, nicht wesentlich schwerer und kann dafür alles in jeder Hinsicht besser.